Hallo, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Videoreihe. Wir bauen unseren kleinen Mini-Zoo und eben ist mir etwas aufgefallen, denn hier habe ich noch zwei Nummern und zwar Nummer 55. Hier fehlt noch ein kleiner Zaun und dann habe ich hier noch in die Bastelanleitung reingeschaut und siehe da, tatsächlich der Zaun fehlt. Und soll ich euch was sagen? Das ganze Ding hier habe ich tatsächlich ohne Anleitung zusammengebaut. Ich habe nicht mal dran gedacht, dass hier eigentlich alles drin steht, ne? Also ihr braucht es tatsächlich nicht. Es ist wirklich total einfach. Ja, also die Nummer 55, der kleine Zaun, das haben wir hier noch. Das mache ich also auch noch gleich mit dran. Jawohl. So, hier noch die Gitter freibrechen. Gott, wie sie anhört, ne? Ich muss mich freibrechen. Und das kann man hier auch noch ein bisschen biegen. Okay, und das kommt also noch hier über die Ecke. 55, das auch gleich rausmachen. Zack. Und hier, jawohl. Also ihr braucht nicht mal eine Hilfe oder sowas. Geht tatsächlich mit den Fingernägeln. Also hier, Zäunchen einmal, Zäunchen zweimal. Nein, das sieht ja noch besser aus, oder? Guckt euch das an. Der absolute Knaller. Also, unser Baumhaus hier, das, denke ich, wirklich schwierigste Teil von dem ganzen Set hier. Ich habe es geschafft ohne Bauanleitung. Wie cool ist das denn, oder? Ich sage ja, es ist freigegeben ab 5 Jahren oder empfohlen für Kinder ab 5 Jahren. Dann muss man es ja irgendwie hinkriegen, ne? Aber ich empfehle trotzdem ein bisschen Feingefühl, denn auch das Leiterchen kann nur leider allzu schnell abreißen, wenn man irgendwie ungeschickt dran hängen bleibt oder so. Denn das hängt wirklich nur an einem ganz, ganz schmalen Stückchen Pappe. Muss man also trotz allem doch schon ein bisschen aufpassen. Also ich würde es jetzt eigentlich auch nur entweder sehr sensiblen Kindern, die das ganze Ding auch ein bisschen schätzen, schenken. Es ist nicht teuer, aber einfach viel zu schade, um kaputt zu gehen, ganz ehrlich. So, dann machen wir hier ganz schnell weiter. So, das nehme ich auch wieder weg. Was haben wir hier auf dem Plan? Hier haben wir B, das ist definitiv der Elefant. Okay, dann geht es hier weiter mit dem Baum, die Nummer 44. Gut, dann mache ich das doch einfach. Also hier Nummer 44, dieses Wasserrad mit diesem Mammutbaum und die ganzen Teile zum Elefanten. Also ganz vorsichtig wieder hier rausklipsen. Jawohl, geht wunderbar. Boah, ein Riesenteil. Guckt euch das an. Hier das ganze Wasserrad noch mit dran. Alles klar. So. Okay, das sieht auch wieder echt nur zu gut aus, ne? Auch hier kann man noch was rausmachen, damit wirklich so aussieht, als ob der Baum hier frei steht. Cool, echt cool. Dann hier hat es noch kleine Stellen, wo was reingesteckt wird. So, vorsichtig entfernen, hier auch. Und dann noch an dieser Ecke hier. Okay, dann kann man das hier alles ein bisschen biegen, wie es aussieht. Kann das sein, dass das irgendwie so rum gehört, dass man das, ja, hier steht Nummer 44, dass man das so rum machen muss. Und dann kommt hier noch ein Mühlrad mit dran. Das habe ich hier nämlich auch noch mit drauf. Hier das zweite Rad. Okay. Und dann hier schätzungsweise das Innenleben. So, sieht aus wie ein Steuerrad von einem Schiff. Auch hier habe ich wieder so kleine Elemente zum Rausbrechen. Also es ist schon verdammt gut vorgestanzt. Das muss man mal ganz klar so sagen. Hier wird es ein bisschen schwieriger, weil das wirklich ganz, ganz kleine Teilchen sind. Ansonsten kann ich es auch so rausdrücken. Genau, das geht auch. Hier, jawohl. Und dann noch hier. Alles klar. So. Dann das hier ist natürlich auch zum Biegen. Sehr schön. Und das kommt schätzungsweise auch alles hier dran. Hier haben wir 39,1, 39,1. Also fange ich hier an. Und das kommt hier unten rein. Jawohl. Und das hier auch nochmal hier unten. So. So sieht es dann aus. Hier unten ist offen.
Und dann kommt dieses Teil hier noch drauf. Hier steht übrigens auch Elefant. Auf der Rückseite die Nummern. Okay, also einmal hier Clips, dann hier Clips und da. Ach Gott, nee, halt, stopp. Gott, guckt euch das mal an. Das kann man auch noch alles rausmachen. Nein, ich schmeiß mich weg. Hier, damit die Mühle hier, das Mühlrad, Wasserrad, komplett frei steht. Wie cool ist das denn? Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich finde es so klasse. Ne? Pfeift euch das mal rein. Und es geht hier natürlich auch so. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Yes, das Maria. Das sind halt so Feinheiten. Das ist ja mal richtig cool. So, alles wegmachen. Jawohl, das geht super. Unter mir sieht es aus wie nach dem Rosenmontagszug. Sieht aus wie voller Konfetti mit den Zwischenteilchen hier. So, jetzt gleich nochmal reinklipsen. Und wir haben hier unser Wasserrad, ne? Guckt euch das an. Das ist nicht der Knaller. Wasserrad vom Mammutbaum. Das sieht man auch nicht jeden Tag, oder? Okay, dann brauchen wir jetzt natürlich noch unseren Elefanten. Den haben wir hier mit drauf, die Nummer 8, beziehungsweise sind ja zwei Elefanten, okay. So, hier, sind die goldig oder sind die goldig? Der Große spitzt ja ein bisschen Wasser und der Kleine guckt mindestens genauso verwirrt wie ich hier. Das ist ja echt nur klasse. Hammer. Ja, und weiter habe ich hier nichts. Ich glaube mal, das gehört irgendwie so oder ähnlich zusammen. Ich hole mal unser Spielebrett. Okay, und jetzt mache ich auch mal gleich den Teil hier weg, wo die Puzzleteile, die Puzzlenasen rausgucken. So, einfach hier wegbrechen. Alles klar. So, so sieht es tatsächlich aus. Ne, wie so ein großes Puzzlestück. Okay. Also hier auf jeden Fall Nummer 51, unser Baumhaus, das steht schon mal. Wobei ich sagen muss, das Unterteil ist nicht wirklich dick. Wir haben hier nicht mal 2 mm von der Stärke, das heißt, es steht ein ganz kleines bisschen rauf. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sehen kann. So, dann haben wir hier unseren Mammutbaum und hier haben wir die Nummer 44. Wo habe ich? Hier habe ich 44. Okay, also dann kommt es so hin. Sehr schön. Also die Teile muss ich jetzt auch mal hier erst rausdrücken. Drück's einfach nach unten weg. Eigentlich könnte ich die überhaupt alle mal wegmachen. Als allererstes, bevor ich irgendwas reinmache. Ich glaube, dass ich das zuerst mache. Weil dann kann ich die Sachen alle leichter draufstellen. Ich glaube, das mache ich als allererstes und dann melde ich mich wieder. Ne? Also bis gleich. So, okay. Ich hoffe, ich denke, ich habe jetzt mal alle Löcher hier erwischt. So. Ne? Kann man hier sehen, die ganzen freien Schlitze. Jetzt kriege ich die Sachen hier auch alle rein. So, hier liegt noch was auf dem Tisch. Also, nochmal hier unser Baumhäuschen. Zack, das steht. Dann jetzt hier unser Elefantengehege. 44, 44. Dann geht es hier um die Kurve. 44. So. Und dann natürlich noch unsere beiden kleinen putzigen Elefanten. Die kommen hier in die Nummer 8. So sieht es aus. Guckt euch das an. Ist das putzig? Oder ist das putzig? Wartet mal. Geh ein bisschen näher ran hier. Also hier das Wasserrad, die beiden Elefanten, ein bisschen versteckt dahinter und natürlich noch der Mammutbaum. Also unser Zoo wird immer noch ein bisschen größer. Schön. Hier das große Baumhaus mit Tukan und hier haben wir schon die Elefanten. Dann habe ich hier als nächstes die Nummer C und das sind die Affen. Die Affen kommen wohin? Hier sind die Affen. Also dann machen wir die hier. Oder nee. Solange man sieht, mache ich vielleicht gleich noch das Krokodil. Genau, das Krokodilgehege. Das mache ich jetzt gleich.
Da habe ich das Krokodil mit der Nummer 9. Und was brauchen wir hier noch dazu? Das kann ich hier hinten sehen. Hier ist die Nummer 9 und die Nummer 54. Yay, und das habe ich hier. Das hier ist der Krokodilshügel. Und ja, ich glaube, das ist auch schon alles. Kann ich hier noch irgendwie was? Ja, das wird auch ein bisschen geknickt. Crocodile, hier steht es ja sogar. Ja, muss man nur hier ganz leicht knicken und dann hier hinten reinstellen. Also ihr seht, jetzt geht es um einiges schneller. So, Nummer 54, das kommt einfach hier in diese drei Schlitzchen rein. Das passt perfekt. Aber ich hätte mir ganz ehrlich den Boden, die Bodenplatte ein bisschen dicker gewünscht, denn, Achtung, ich heb das mal hoch. Kann man es ein bisschen erkennen? Ne? Da würde es nämlich auch besser halten. Kann man es hier ein bisschen erkennen, wie hoch das Ganze eigentlich über dem Boden schwebt? Also bestimmt 2 mm. Also die Bodenplatte hätte man echt ein bisschen dicker machen müssen. Oder man unterlegt es irgendwie. Also jetzt hier kommt das Krokodil noch davor in die Nummer 9. So. So gehört es hin. Also hier haben wir unser Krokodilgehege. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Ich zoome hier auch mal ein bisschen näher dran. So, hier das Krokodil vor dem Hügel mit den Pflänzchen und hinten links seht ihr noch das Schild Crocodile. So sieht's aus. Ach doch, nur goldig, oder? So, und dieser erste Bogen hier, der ist eigentlich fast schon komplett leer. Hier geht's nämlich weiter mit diesem Teil hier hinten. Das ist der Turm und den haben sie hier als Haar drin. Das ist also das Teil. Das sieht auch nicht ganz so einfach aus. Okay, was brauchen wir denn hier alles? Hier habe ich auf dem Boden stehen 50 und 49. Genau, das habe ich hier schon. Die 50 und die 49. Vorsichtig rausbrechen. Einmal. Und die Nummer 50. Alles klar. Ich stelle das mal auf die Seite. Sehr schön. Also das steht wenigstens so stabil, dass ich es auf die Seite heben kann. Also, dann werden die beiden Teile hier ineinander geschoben. So. Alles klar. Dann brauche ich hier die Nummer 40 und 43. Genau, wo habe ich die? Hier. 40 und 43. Einmal und zweimal. Alles klar. Dann müssen wir hier auch dieses Kreuz rausmachen. So. Kriege ich es weg? Ja, ich kriege es weg. Dann das hier. Auch die ganzen Dinger hier rausknipsen. Das geht echt gut. So, und das hier kommt dann wiederum hier rein. Also, schön biegen. Zack. Und hier steht es auch drauf, überall die Nummer 43. Okay. Einmal, zweimal, dreimal. Ist toll, wenn das so knackt. Zack. So, dann sieht das Ganze hier so aus und das kommt schätzungsweise da rein. Okay, ja, genau. Wow, das geht richtig weit runter. Wow, das geht sogar mega weit runter. Alles klar. Ja. So sieht das Ganze dann aus. Guckt euch das an. Ist ja krass. Also das ist der Boden von diesem Turm. Dann geht es hier weiter. Hier brauche ich die Nummer 37 und 42. Hier habe ich die Nummer 42 und hier 37. Ah, das sieht auch cool aus. Sehr schön.
hier das gleiche wie bei den Vorgängern, dieses Kreuz hier raus. So. Okay. Dann hier auch wieder die kleinen Eckchen weg. Leute, es macht echt Spaß. Also wenn ihr euch das kauft, ihr werdet echt Spaß mit haben. Das ist cool. So, und hier schätzungsweise genau wieder dasselbe. Ja, einfach wieder hier reinstecken. Schön reindrücken. Momentchen. 42,1. Hier müssen wir anfangen. 42,1. Seht ihr, man muss immer auf die Zahlen gucken. Jetzt stimmt es nämlich. Eben hat es nicht gestimmt. Können wir mal sehen. Auch so Kleinigkeiten muss man achten. So, jetzt stimmt es doch. Alles klar. So, jetzt haben wir das Teil hier. Sehr schön. Und das hier kommt schätzungsweise hier drauf. Passt es? Wow, das gibt eine enge Kiste. Ja, aber sitzt. Es passt. Ist drin. Okay. So, hier hinten ist es nicht ganz so schön. Hier läuft es nicht ganz so perfekt zusammen. Aber da kommt jetzt hier nochmal was drauf. Und zwar die Nummer 41. So, und die habe ich hier. Nummer 41. Auch hier gibt es wieder einiges zum rausmachen. Mal kurz hinter der Kamera. So, jetzt habe ich das frei. Jetzt haben wir hier 37,1. Ja, das kommt dann hier rein. Genau, 37,2. Also da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, dass man auch das Richtige hier erwischt. So. Ja, passt. Hier, Türmchen nimmt Gestalt an. Das ist ja echt der Hammer. Als nächstes brauchen wir dann hier die Nummer 38. Das ist das hier. So, die Turmfensterchen. Und dann brauchen wir auch noch die Nummer 36. Jawohl. Die beiden Geschichten. Hier muss ich auch ganz kurz die... Ne, die sind jetzt so klein. Da nehme ich echt das Messerchen zur Hilfe und drücke das einfach so ein bisschen durch. Dann geht es besser als mit den Fingernägeln. Am besten ist eigentlich ein Schraubenzieher. Ja, so ein ganz einfacher. Da kriegt er das am besten raus. So, jetzt haben wir hier auch alles frei. Und da haben wir hier diese kleinen Fensterchen vom Turm. Auch die kann man hier biegen. Sind auch vorgestanzt. Alles klar. 38,3. 38,3 kommt hier rein. So, und dann geht es hier rum. Ja, stimmt. Und das kommt hier rein. Alles klar. So, jetzt haben wir hier schon die Fensterchen dran. Jetzt kommt dieses Teil. Und hier haben wir 38,2. Das wäre diese Seite hier. Okay, das kommt hier drauf. So, und das kommt hier rein. Ja. Ah, Leute, das ist so geil, wenn das so knackst. Und das Ding sitzt dann auch noch. Guckt euch das an, das sieht eigentlich eher aus wie ein Taubenschlag, oder? Ist das cool. So, und jetzt kommen wir langsam, aber sicher an den oberen Teil. Hier haben wir 47. Das ist das eine Türmchen. So. Und hier haben wir dieses lange Teil. Da muss man wieder ganz vorsichtig drücken. Aber es geht echt gut raus. Die Nummer 46. Ist das krass. Ist das krass, Leute. Vorsichtig. Die Blätter hier nicht verknicken. Das Unterteil. Das Zooschild. Alles klar. Ich hab's. Gott, sieht das klasse aus. Dann das kann man auch noch rausbrechen. Ja. Und hier auch noch. Nein. Wie krass ist das denn? Guckt euch das mal an. Ist ja nur klasse. So, und hier kommt jetzt die Nummer 47 rein. So, das ist dieses Türmchen hier. Das wird einfach hier drauf geschoben. So, dann haben wir hier die Turmspitze.
Klasse, klasse. Guckt euch das an. So, und ich glaube, das war schon. Jetzt können wir das Ganze hier oben noch mit draufstecken. Genau, hier ist dieses Kreuz. Und das mache ich einfach so rum rein. Gott, ist das krass. Ach, das ist ja... Oder? Rapunzel, Rapunzel, lass den Zoo herunter, oder? Wie hammermäßig sieht das denn bitte schön aus? Gott, ist das Ding hier geil mit den Türmchen in den Ästen drin. Dann hier ein Seil mit Zoo dran, der Taubenschlag, das grüne Dach hier und dann selbst die Blätter hier noch freigestellt. Leute, das ist so Hammer. So, und das kommt ihr hier jetzt natürlich auch gleich auf unsere Platte mit drauf. Und zwar ganz nach hinten rechts. So, hier. Ich glaube, so rum. So, das ist ja nur gut, das Ganze. Nur gut. Jetzt gucke ich hier nochmal drauf, ob das auch stimmt. Ja, sieht eigentlich gut aus. Naja, wir werden sehen. Ich lasse das Ganze jetzt mal so stehen. Das sieht, ist eigentlich egal, wie man das dreht. Sieht klasse aus, ne? Also hier, unser kleiner Zoo nimmt wirklich Gestalt an. Wird immer besser. Zwei Tiere haben wir auch schon, oder drei, sind ja zwei kleine Elefanten. Und ja, gleich mal gucken, mit was es weitergeht. Ich stelle es auch nochmal auf die Seite. So, dann mache ich doch vielleicht gleich als nächstes hier den Vogelstrauß. Und dann sehen wir ja, ob das irgendwie Berührungen gibt mit diesem Zooschild. Also, Vogelstrauß, was brauchen wir da? Auf jeden Fall mal den Vogelstrauß mit der Nummer 1. So. Den habe ich. Und dann brauchen wir noch sein Gehege. Hier, guckt euch den mal an. Ist der nicht goldig? So klasse gezeichnet. Hier, ein Ei hat einen Sprung. So wie das ganze Vieh. Klasse. So, dann brauchen wir jetzt noch das Straußengehege. Und das finde ich auch schon hier. Genau, der Strauß. Vorsichtig rausbrechen. Das ist auch was Längeres hier. Okay. Und auch hier sind die Gitter wieder getrennt. Das ist ja der Hammer. Das ist echt der Hammer. Das kann man rausdrücken, ne? Selbst hier hat man noch was ein bisschen reingemalt, aber man kann es rausbrechen. So gesehen Abfall. Schade. Echt schade, ne? Guckt euch das an. Doch klasse, wenn das Gitterchen hier frei steht. Ich bin begeistert. So. Was haben wir hier stehen? Die Nummer 35, das wird schätzungsweise so umgebogen, genau. Vorne ein kleines Türchen, hinten größer und dann einfach halt noch unser Strauß, der dazwischen steht. Und das war's dann. Hier haben wir das Straußengehege. Boah, vielleicht ein bisschen wenig Platz, aber dafür geht's ja, ne? So, dann brauche ich hier wieder unser Spielebrett. Die Nummer 35, ne, hier kommt sogar der große Zaun nach vorne. So, das kommt jetzt alles hier rein, hier und hier, okay. Und der Vogelstrauß mitten rein in die Nummer 1, alles klar. So, Baumhaus fällt schon wieder um. Also da muss ich mir echt was überlegen, nicht optimal. Aber ihr seht schon, hier haben wir unseren Strauß. Ich zoome wieder ein bisschen ran. Hinten guckt das Krokodil noch ein bisschen ganz verschämt nach vorne. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ist das nicht ultra goldig? Ist das nicht goldig? Und da fährt dann hier unser Auto durch. Das ist doch, also ich find's der Knaller. Ich mache nachher echt mal die Kamera weg und zoome hier mitten durch, damit man das auch mal richtig sieht. Und unser Zoo-Taubenschlag kommt auch nicht mit dem Strauß ins Gehege. Jetzt wird es natürlich spannend, denn hier kommen die Giraffen hin. Und ich glaube, das mache ich jetzt gleich als nächstes. Giraffe habe ich hier, die Nummer 6. Das sind zwei Stück. Giraffenmama. Und das Giraffenkind, wie es aussieht. Vorsichtig. Vorsichtig, jawohl. Also hier die beiden Giraffen. Ich hoffe, dass die Kamera einigermaßen scharf stellt. Ist das nicht goldig gezeichnet? Das Kleine hier mit dem kurzen Schwänzchen kaut auf Blättern. Die Mutter guckt ein bisschen irritiert, weil der Ast vom Taubenschlag doch relativ nahe kommt. Hier haben wir die Nummer 6. Dann kommt die hier rein. So, und wo haben wir jetzt das Giraffengehege?
Ach du liebe Zeit, das ist richtig groß. Das ist richtig, richtig groß hier. Schaut euch mal den riesen Baum hier an. Und dann hier auch noch die ganzen Büsche und das Schild mit Giraffe. Boah, ich mach's mal kurz raus. So sieht das Ganze dann aus. Hier der Giraffenbaum, der hat auch eine echt tolle Form, oder? Hier das Giraffenschildchen. Und hier haben wir die Nummer 12, ganz genau. Und auch das kann man hier ein bisschen biegen. So, und das kommt dann schätzungsweise so rum rein, damit wir hier das Giraffenschild sehen. Probier's mal, ob ich so hinkriege. Hier die Nummer 12, dann das seitlich und das hier vorne rein. Jawohl, steht auch. Schaut euch das an. Das ist eine Klasse. Hier verschwindet jetzt ein bisschen das Zootürmchen dahinter. Wartet mal. So, ich habe es jetzt einfach nochmal umgedreht, dann ist hier einfach ein bisschen mehr Platz, ne? So sieht es jetzt aus. Also ihr seht, die Ecke hier wird richtig voll, aber trotzdem gefällt es mir anders besser. So gefällt es mir trotz allem besser. Ne? Ich finde das klasse. Das hat doch echt was. Das ist richtig, richtig heimelig. Klasse. Also Giraffe, Elefant, Strauß und das Krokodil ganz hinten versteckt. Sieht man jetzt relativ schlecht. Wie schon gesagt, ich mache nachher mal eine Kamerafahrt. Unser Baumhaus ist noch ziemlich einsam, aber das wird sich gleich ändern. Hier kommen ja auch noch ein paar Sachen dazu. Ich glaube, ich mache hier wieder einen Cut und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Alles klar, ihr Lieben. Ich sag ja, zuschauen lohnt sich wirklich, denn ich glaube, sowas sieht man nicht alle Tage. Das ist so schön gemacht hier. Das ist einfach nur großartig. Unser kleiner eigener Privat-Mini-Zoo zum Zusammenbauen. Leutchen, alles klar, dann bis zum nächsten Teil. Ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yay! Yeah.